junge Dame. Keine Kraft mehr. Keine Ausdauer. So war das nix hier. Natürlich, jetzt kommt ja an die Schüssen. So, okay. Aber alle gleich, ey. Ambat, ich höre noch jemanden. So, Loot, Loot, Loot. Ich weiß gar nicht, kriegen wir nachher eine Fähigkeit irgendwie, dass wir gar nicht mehr manuell looten müssen, sondern dass das von alleine geht? Das wäre cool. So, trete ich jetzt erstmal hier schön der Eier aus dem Nest, mein Freund. Ist hier jetzt mal Silenzio. Okay, der nächste Health Drink ist mal meiner. So, Sneak Attacks sind auch noch echt kraftlos. Auch da können wir noch einen Perk freischalten. Wir müssen so viel freischalten tatsächlich, bis wir halt wirklich echt hier im Panzer sind. Ja, das dauert leider noch ein bisschen, weil wir kommen mit den XP auch nicht so schnell vorwärts. Aber es wird alles. So, wird das diesmal schaffen? Nein. Nein. Das ist doch... Oh, na toll, na toll. So, ist natürlich klar. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu viele angelockt. So, und um die Ecke ist, glaube ich, noch einer. Wunderbar. So, was haben wir hier? Ein Fakt nochmal? Wir müssen noch ein paar Fakten lesen. Fakten, Fakten, Fakten. Nee, lass ich da. Ist zu schwach und bringt doch nicht genug Geld. Und, so, wir gehen mal raus. Okay, die Luft scheint rein zu sein, wollte ich gerade sagen. Halt, dann kommt mal ran hier. Ja, das hat direkt alle, ne? Bei denen sitzen meisten immer, sobald du nicht den ersten Treffer super platzierst, sitzen von denen immer die ersten Schläge. Let's talk. Oh, ich brauche auf jeden Fall einen Health Drink oder irgendwas. Einen kleinen Muntermacher. Eieieiei. Ist denn hier gar nichts? Doch, hier vorne. Kleiner Gönner-G. auf geht's. Auf geht's. So, ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch weiter behelligt. Das will ich gut finden. Yay. Okay, ihn lasse ich mal ein bisschen weiter hochstellen. So, hier geht's hoch. Oh, das war ein Knüppel. Da muss man aufpassen. So, okay, leer. Oh, ich weiß, ich habe schon das eh noch mal erwähnt, aber ich wäre sehr, sehr gern hier. Sehr, sehr, sehr gern. Also entweder ist das einfach nur für mich ein Zeichen, dass ich halt definitiv Urlaub treib bin. Aber es ist, ich fand das Spiel damals schon echt, das fand ich so toll, irgendwie dieser Kontrast, ne? Du hast dieses, okay, ich gehe gleich zu Markus, ich will euch kurz noch was zeigen. Du hast halt diesen harten Kontrast, ne? Zwischen diesem total schönen Ausblick hier irgendwie, diese idyllische Paradies und natürlich dieser Zombie-Apokalypse. Ja, also das ist schon ein krasser, aber ein sehr interessanter Kontrast, finde ich irgendwie. Der das Spiel für mich auf der einen Seite sehr, sehr, ja, sehr, sehr, naja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, sehr kuschelig zum Spielen macht irgendwie, weil ich halt einfach denke, ich bin gerne in Benoit, weil sehr schön hier ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich wirklich diese krassen Gore-Effekte hier und diese über völlig schon... ja, karikaturhafte Gewalt, ja, und Gore-Effekte, die irgendwie so ein bisschen die Würze ausmachen, die aus dem Game, finde ich. Alright, everything works. Go tell Darwin the good news. Okay, cool. I'll stay here just in case the fuses blow when you start pulling power for the lighthouse. So, der Leuchtturm hat jetzt also wieder Strom. Thanks for the help. Okay, alles klar. Rede mit James. The world's gone fucking mad. Und die haben alle so einen krassen englischen Akzent hier. Also, ihr seht's ja, das ist halt wie überall woanders, ne? Irgendwie, die Engländer sind halt da.
Oh. Das ist ja nicht so. Ja, ich wollte jetzt ja nicht. Wollte ich jetzt eigentlich ja nicht. Ah, die haben sich. Ah, verstehe. Die haben sich alle wieder refreshed. Na toll. Okay, gut. Dann erstmal darauf. Coke. Kühle Coke. So, Ass-Kick, Bam. Ja, jetzt das war. Ach, hey, jetzt sagst du alle am Sack. Na toll. So, wir flitzen mal weg. Hello! So, ich düse natürlich wieder Richtung Leuchtturm, weil das einfach der kürzeste Weg ist. So, wir sind im Rettungsschwimmerturm wieder angekommen und werden jetzt über die Schnellreise zum Leuchtturm düsen. So, okay, Darwin. Lässt du mich jetzt rein? Okay. Marcus said it's gonna work. Let's give it a shot and turn it on. I just hope it doesn't bring down the electrical grid. Looks like it worked. Yeah. Come on. I'll open the storage shed for you. Das sind die magischen Worte, die ich von dir hören wollte. Improving. Sehr schön, wir haben einen Levelaufstieg. And Thomas, okay, keep the marker away from face. Okay, alles klar, hier ist... okay, was haben wir? Wir haben hier ein bisschen Draht. Wir können die Sachen reparieren. Signal, der Signalverstärker, wie schön. Super, wir haben den Signalverstärker. Damit können wir zu Dominik zurückkehren, weil der wollte das Ding von uns haben. So, okay, aber hier noch irgendwas? Nö. Nö. Und was bekommen wir von dir? Einen mächtigen Schraubenschlüssel. Ja. Plumps, runtergefallen, das Ding. Ja, ist mir eigentlich auch wurscht, weil so viel... Warte mal, ich guck mal ganz kurz ins Inventar. Vielleicht haben wir irgendetwas, was ein bisschen günstiger ist und weg kann. Ja, was war eigentlich bei? Okay, lassen wir das mal fallen. Und nehmen den dafür mit, weil der bringt ein bisschen mehr Cash. So, zack. Zahnräder. So, gibt es denn jetzt ansonsten etwas hier vorne? Können wir eine Quest? Oder hier können wir jemanden ansprechen? Ned? Achso, will essen? Anything. Ja, wir reden ja mit dem Rücken. Food and I'll give you whatever I have. Okay. Klar. Definitely. Go. Hurry, see what you can find. Er will Konserven haben, ne? You find anything? Ja, er will Konserven haben. Und wir haben auch welche, bitteschön. Thank you. Thanks. That's perfect. You're a lifesaver. Na klar, gerne. Thank you. Thanks. That's perfect. You're a lifesaver. So, ich glaube, ich habe auch bloß die zwei gehabt, genau. Keep looking, please. So, wir können noch mal ganz kurz nach oben gehen. Wir probieren es mal. Ja, okay, wir können mit James, ja, stimmt, wir sollen ja auch mit James sprechen. I saw what you did for us. And I won't forget it. Schön. Hey. Bisschen Cash, wunderbar. 286, was für ein komischer Betrag. Lighthouse running without you. The lighthouse is back online. But we need to cover all our bases. A few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby. When we were chased off by those fucking things. Mhm. Now, everyone's too scared to go back out there. But if you could finish the sign for us, I'll make it worth your while. What do you say? Na, da bin ich dabei, klar, natürlich. So ein SOS-Zeichen, das mach ich doch mit links in den Rasen. All right, good. But, do me a favor. Ja, nochmal. Be careful out there. Ja, das krieg ich hin. Krieg hin. So, Trevor. Okay, I'll be right here keeping an eye out. You let me know what you find. Mhm, okay. Gut. So, ein SOS-Zeichen. You find anything? You find anything? Kleiner verfressener Sack, Alter. Where did I put that? So, bei dir können wir Sachen verkaufen. So, schau mal, was haben wir denn hier? Ah, 104, oh, 136. Das ist schon natürlich ganz ordentlich, ne? 112. Okay, ich würde erstmal ein paar Sachen verkaufen. Ich habe zwei Waffen, irgendwie die sind über 100. Also eine sehr, sehr knapp über 100. Man könnte jetzt erstens überlegen, ob man jetzt halt sagt, so, man kauft sich eventuell das Beil mit 136,4 SPS. Das ist schon ordentlich. Aber da haben wir noch nicht die richtige Stufe für. Ich glaube, wir lassen es erstmal dabei.
Was wir auf jeden Fall noch machen können, wir können natürlich noch unsere Fähigkeiten oder unseren Fähigkeitspunkt vergeben. So, was ist das? Töten erzeugt Ausdauer. Keine schlechte Sache. So, das ist die Geldstrafe. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Aufmerksamkeit von Feinden auf dich ziehst, ist kleiner. Auch nicht schlecht. Also ich muss bloß eins dieser drei voll machen, um halt auf diesen Schlosser, also auf diesen Einbrecher-Perk zu kommen. Und Ausdauer ist schon cool, aber tatsächlich bemerkt zu werden ist eigentlich die bessere Sache. Also, ne, schwerer bemerkt zu werden. Okay, gut. Na dann, lass uns mal hier runterkraxeln. So, okay, hier vorne. Ah, verstehe. Ah, ist okay. So, die finden mich jetzt bestimmt alle richtig gut. So, kann ich dir mal kurz einen komischen Sonnenkäppi vom Kopf treten? Dankeschön. Fass mich nicht. Kritisch? Okay, keine Lebensanzeige. Okay, vielleicht stehen die noch auf. Gut, okay, wir müssen die Kisten nehmen und ihr seht es ja selber hier an die Punkte bringen, um halt ein großes SOS zu formen. Schön. Ich find's gut. So. Aha, okay, gleich kommen die Schnellen. Und wo? Ich glaube, das da vorne ist das ein Schläger? Nein, das ist, glaube ich, ein Schläger, ne? So, ich habe doch gerade die Schreie gehört. Das ist doch immer so ein Indikator dafür, dass sie jetzt angerannt. Und die Cursor doch. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Ach. Nein! Jetzt sollte er nicht! So, das waren Fans von Benny, die unbedingt ein Autogramm von Benny haben wollten. Und ich habe die Aufgabe, die strikt abzuweisen, dass Benny heute keine Zeit hat für sowas. Ach. So. So, den ersten kriegt man ja immer schön weggetreten. Also erstmal nicht weggetreten, sondern halt so getreten, irgendwie, dass er seinen Schlag nicht ansetzen kann. Aber wenn die fast zeitgleich ankommen, dann there's no chance. Okay, zwei Kisten noch. Und danach können wir erstmal noch mal kurz ein bisschen aufräumen, weil ich denke, der Schläger, der wird ordentlich Cash bringen, hoffentlich. Oder eine gute Waffe vielleicht. Und wenn nicht, wenigstens XP. So. Bitteschön. So, hab keine Zeit, muss die Kisten tragen. I'm a roadie. So, okay, hier wurde auch ja kein Help-Zeichen tatsächlich irgendwie hingesetzt, sondern kein SOS-Zeichen, sondern Help-Zeichen. Ich gerade so entdecke. So, okay. Sind doch auch alle aufgeregt. Hallo! Können Sie bitte kurz kontrollieren, ob ich immer noch Schuhgröße 34 habe? Dankeschön. Ja, einer ist auf jeden Fall ein Schläger. Jetzt. Wir können ja mal. Ach komm, lass uns doch mal. Burn, Motherfucker! Oh. Flächenbrand hier oder was? Meine Güte, was ist denn los? Oh, ah. Upsala, hat an ihm gehauen. Okay, also den kleinen Zombie hat es zerledert. Den Schläger natürlich nicht. Aber das hat ihn noch ja nicht so wirklich interessiert, wa? Jetzt mal kurz irgendwo. Warte mal, läuft er hier rüber über die Kisten? Ah, nee, er läuft außen rum. So. Ja, er läuft außen rum. Und. Oh, ich darf wirklich daneben schlagen, das darf doch nicht wahr sein. Ja, wie jetzt machen wir hier ohne Arme? Aber er kann halt nicht beißen, ne? Das ist halt. Auch echt. Hat echt Power irgendwie, dieser Bissangriff, ne? Man denkt halt so, oh cool, keine Arme, können sie nicht mehr machen. Pustekuchen. So, okay, cool.
That's it? Na bitte, also Leute, das hättet ihr auch tatsächlich selbst machen können. So schlimm war es jetzt nicht. Schade, dass es hier nicht noch ein bisschen was zu looten gab. So. Dann düsen wir mal zurück. Zurück zu James. So. Job is done. It's done? Yeah, it's done. Excellent. Look, you're more than welcome to stay here and wait for help with us if you want. And here's your reward. You earned it. Ich weiß aber ja nicht so wirklich, was wäre jetzt tatsächlich, oder anders gefragt, was wäre eure Taktik irgendwie? Würdet ihr euch irgendwo verbarrikadieren und wirklich warten, bis Hilfe kommt? Oder würdet ihr versuchen, auf eigene Faust irgendwie zu entkommen? Ne, die beiden Optionen habt ihr ja eigentlich, ne? Also, würde mich mal interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Tatsächlich, natürlich, der erste Impuls ist natürlich, sich zu verbarrikadieren. Ja, aber das ist ja, also ich persönlich. Ja, ich finde jetzt nicht wirklich, dass das so die finale Lösung sein sollte irgendwie, weil machen wir uns nicht vor, wir kennen alle die Filme, wir kennen alle die Games. Irgendwann kommt eine Rakete geflogen, bam. Ja, also, das ist eigentlich so eher der Weg, der passieren wird. Hör doch mal auf hier, nett, Alter. Dülli-dü. Das ist ja die ständige Fresserei hier, Alter. Maybe aber wie gesagt, mich würde es mal interessieren, wie ihr das handeln würdet. So, okay, Quest. Auf Sendung. Wir wollen ja auf Sendung, alles klar, wir haben, wir können zu Dominik zurückkehren. Und das machen wir auch, weil wir haben den Signalverstärker. So, mein Bestel. So, hier können wir mal reingucken. Mal schnell ein paar Mülleimer plündern hier. Es gibt nichts Tolleres. Scheiße, an diesen Mülleimern rumzukramen, ey. Naja, was soll's. We have to survive. So, ich bin natürlich falsch gelaufen, weil Dominik ist ja eins höher. Dieser elegante Sprung. Gegens Geländer. Nicht drüber, gegen. So. Was? Überlebender wurde getötet? Was? Was für ein Überlebender? Nice job, mate. We're safe now, thanks to you. What? Was war denn das gerade? Moment, da muss ich gerne mal kurz hören. Sorry. Was ist denn das Ding? War jetzt irgendwo gerade bei mir um die Ecke jener hier in arger Bedrängnis? Scheint so. So, mein Bester. Da hast du. Nice. Maybe we can finally get this fucker to work. Thanks. Cool. Weiter Aufstieg. Na, das ging doch super. 286, was ist das für ein dusseliger Preis? Das ist, na sag mal, da gewinnst du doch keinen Blumentopf mit. So, Simnoy hat einen Auftrag für uns. Don't know what we would have done without you, mate. You got a moment to talk. Oder wir können einfach bei ihnen die Belohnung abgeben. Na, wahrscheinlich, weil wir jetzt ein paar Leuten geholfen haben. Wir haben ein Radio, aber ich höre nicht anything. Well, this guy is farther away than I thought. Well, the monsoon's messing with the transmission. This may take a while, but don't worry. Yes. I have something for you to do in the meantime. Okay. We're running very low on food and water. Ja, aber da kann ich nicht geben. Okay, durchsuche die Poolbars des Hotels nach Essenskonserven. Yes. Klar. Okay, then. Don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find. Anything at all. Okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Okay. Kriegen wir hin. So, in der Zwischenzeit, Sam, wir gucken erstmal, was du hier noch in deinem Mülleimer drin hast und in deinem Rechner. Ja, da müssen wir nochmal ganz schnell die Grafikkarte rausnehmen. Die brauche ich für eine Waffe. So, eine weitere Fertigkeit. Und wir wählen mal nochmal Ninja. Zack, haben wir. Das ging ja doch recht zügig. Gott sei Dank. So, okay. Also hier können wir noch... Ach Gott, hier liegen auch schon wieder welche rum. Bei ihm können wir noch Alkohol abgeben. Haben wir jetzt aber gerade nicht. Oder? Ja, nee, das... Nee, ist doch jetzt die Alkoholaufgabe, oder? Bin jetzt kurz ein bisschen irritiert. So you want to burn those bastards? Good.
I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. Ja, ja, ja. There should be some around here. Ich weiß. Alles klar, Mike. Da hast du. Alter Alkoholiker. So, als wenn der daraus was machen würde. Der ist halt einfach nur, der trinkt sofort aus. So, das ist doch mal. So, okay, warte mal hier. Hinten haben wir auch nochmal jemanden, der etwas von uns möchte. Ah, da hinten. Wo bin ich denn jetzt hier hängen geblieben? am Blut am Boden bin ich kleben geblieben. Wunderbar. So, Steven, was ist los? You found her? They're still here. Ach so, stimmt. Fuck it then, I'm out of here. Akko, na schön, er geht natürlich zu seiner Frau, das ist super. Das gefällt mir. Soll ich dich fahren? Ich würde dich fahren. Das ist kein Problem. Can't hurt to look. So, nochmal schnell überall. Ihr guckt. Energy Drink brauchen wir nicht. Nie meine Kette. Okay. Gut. Dann werden wir jetzt mal ein paar Poolbars nach Essen durchsuchen. So, feurige Getränke. Nee, das ist nicht. Wie, na? Was war denn? Wie ist es denn? Kinderspiel. Achso, jetzt ist du ja aktiviert. Bringe 3 Essenskonserven zu Sim neu. Ach, schön. 2 hatten wir schon gehabt. Aber jetzt haben wir an den verfressenen Ned Flanders im Leuchtturm. Verdammte Axt. Egal. Na gut. Dann schauen wir uns nochmal um. Wir haben hier eine Menge Poolbars in der Nähe. Von daher gucken wir einfach mal. Ah, sie werden so angezeigt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Was ist denn los? Hallo, darf ich mich mal vordrängeln? Dankeschön. So, die sind hier noch vom letzten Eimer saufen übrig. Die sind tatsächlich ja keine Zombies. Die sind komplett einfach nur immer noch breit. Ja, Mickey Krause war letztens hier. Oh, und naja, der Rest kennt er selber, ist Geschichte. So. Na, der Barkeeper ist auf jeden Fall schon mal weg, das ist ganz gut. Nein, das wollte ich haben, dankeschön. So, noch ein bisschen Alkohol für Mikey. Ein bisschen Cash. Sehr schön. So, hier oben jetzt weiter. Oder würde er uns jetzt tatsächlich schon wieder zurückschicken? Ja, er würde uns da schon zurückschicken. Das ist ja interessant. Echt? Haben wir jetzt schon 3 Stück? Interessant. Okay, gut. So, guck aber vorher nochmal hier in diesem Bungalow. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Sechs. Ja, ich werde verschlafen. Ist was? So, ein weiterer Fakt. Sehr schön. So, okay, klau dir einfach mal deine Drogen. Also, das geht gar nicht. Die werde ich jetzt für dich entsorgen. Achso, wirklich. Das geht gar nicht. Das hast du ja auch selbst so zu schreiben. So, schön. Oh, zugeschlossen. Okay. So, hier kann ich durchbrechen. Das wird beim ersten Mal nicht funktionieren. Oh, aber sowas von überhaupt nicht. Nope, überhaupt nicht. So, ich bin ja Dreimann-Typ. So, also, nur beim dritten Mal jetzt. So, warte mal, könnte ich mich doch hier jetzt ganz elegant runterglibbern lassen? Um hoffentlich da nicht festzustacken irgendwie. Ja, das ist da doch lieber nicht lang. Und kann ich jetzt hier schon nicht mehr zurück? Na, das ist ja ein Traum. Ach, komm da durch, oder? Ja, komm da durch. Okay, cool. Alles klar. Dann nehmen wir die Abkürzung. Auf zu Simneu. Er möchte Essensvorräte haben. So, wenn die Wege immer so kurz wären, das wäre toll. Das wäre toll. So, Simnoi. That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Du wolltest aber so ein bisschen haben. Ach, Baseballschläger, Mann, so was will keiner haben. There are 2 petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. Ja. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Durchsuche die beiden Tankstellen und bringe 2 Getränkepacks zurück. Okay, cool. Lass uns zur Tanke. Lass uns zum Tanken fahren. Ja, da nehmen wir auf jeden Fall das Auto. Definitiv. Okay. So, na denn. Auf geht's. Ah, cool. Hab ich Bock. So, ein bisschen mit dem Auto auf der Insel rumcruisen irgendwie. Also, eine Tankstelle ist ja relativ nah an uns dran.
Da waren wir schon. Oh, jedes Mal dasselbe. Jedes Mal dasselbe. Ah, rechts, Stief. Rechts. So, Enetank ist ja hier direkt bei uns um die Ecke. Da fahren wir als erstes natürlich ran. Ich würde probieren tatsächlich, dass wir beide Getränkepacks mit einmal holen. Also, dass wir jetzt hier nicht immer hin, immer zurück, immer hin, immer zurück fahren. Ne? Das wird schön auf einer Tour machen. Erwarte mal, dass ich langsamer werde automatisch. Was ist mit dir? Nein, ich möchte nicht, dass du meine Scheiben putzt. Geh weg. Du Speck. Oh, 18. EP jetzt, ne? Steigt um 4. Hey, hey, hey. Nicht ins Ohr schreien. Der wird jetzt, oder die wird jetzt bestimmt wirklich meine Scheibe gerade putzen, nachdem ich sie gerade rausgeprügelt habe. So, das wäre so klassisches Ding so. Ne? Keine Scheibe drin irgendwie, aber wollen trotzdem deine Scheibe irgendwie putzen und dann aber auch Geld von dir haben. Alter, lass an dir mal eine Scheibe drin, du Penner, die du gerade geputzt hast. So, okay. Hier haben wir, oh, warte mal, erstmal alle Zombies soweit überfahren. Das sind alle Zombies, die mir nachher nicht irgendwie in den Rücken fallen. Die Old Marina ist nach da, okay. Was ist denn nun? Der wollte nicht? Geht doch. Okay, der nur 17? Das ist ja ein Ding. So, na los, komm ran. Ach, echt, der will nicht? Egal, okay, gut. Fahren wir so ran. What? Moment mal. Ja, okay, alles klar. Okay. Gut, ich war kurz irritiert irgendwie. Ich dachte, ich bin falsch. Ja. Na gut. Hallo, einmal volltanken bitte. Oh, so ein Schläger. Oh, den holt mir mit dem Auto. Dankeschön. Jetzt muss ich tatsächlich auf der Seite noch hin. Es darf doch nicht wahr sein. Mann, dass er nicht mal einfach durchrutscht. Das ist ein Shit. Okay, kriege ich den jetzt hier raus? Komm mal raus, mein Digga. Der steht da jetzt natürlich drin, wa? Ist ja klar. So, was ist mit dir? Dankeschön. Ich würde es so gerne aufmachen. Stufe 3, ich bin noch so weit davon weg. So, ein bisschen Loot, Kleber, Alkohol, Effekt. So, mein kleiner Schläger. Ah, scheiße, die haben es drin geschafft. Ach so, ach, die armen Schweine, ey. Ah, da habt ihr. Was für ein Scheiß, was bin ich für ein Idiot, das an der Tankstelle zu machen, Alter. Das ist immer so richtig doof, das ist so richtig doof. So, okay, der kleine Zombie ist tot. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der... Schläger, der wird doch aber, der wird doch die Molotow-Cocktail überlebt haben wahrscheinlich, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ach, scheiße, Mann, Alter. Und den Alten hat es wahrscheinlich auch erwischt, wa? Hm. Finde ich ja fast ein bisschen schade. Also, was heißt, finde ich fast, ich finde schade. Ich möchte nicht, dass hier die Leute draufgehen. Ich möchte das alles schaffen. So, hier ist noch ein Ausweis. Ach, Stufe 1 wird benötigt. So, hier haben wir so eine Stiege Saft. Alles klar. Haben wir. Das bringen wir jetzt mal zum Auto. So, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht gleich wieder von irgendwelchen Deppen angefallen. Okay. Saftpaket haben wir. So, ich gucke mich kurz nochmal hier drin um, was es noch so gibt. Nein, Schneeschippe, das brauche ich nicht. Ah, wunderbar. Alkohol und noch eine Nahrungsmittelkonserve. Die nehme ich natürlich auch gerne mit. Cool. Alles klar. Na denn dann. Auf zur nächsten Tanke.